Zack. Wow. Die war fehlplatziert. Die war fehlplatziert, eindeutig. Wow. Was ist denn jetzt mit dem passiert? Wow. Heiliger. Was hat der jetzt gemacht? Kann ich mir vielleicht noch mehr Splittergranaten herstellen? Ah, noch drei. Nicht mehr allzu viele. Goblin. Ja, nehmen wir halt die Goblin. Belassen wir es bei der. Die ist ja nicht so schlecht. Wow. Zack. So. Müssen wir bloß da hoch irgendwie. So. Komm da runter. Alter. So, Kopfschuss. Da ist auch noch einer. Gar nicht gesehen. Zack. Veteranenkill. Okay. Dann hätten wir hier wieder aufgeräumt. Dann gilt es weiter voranzuschreiten. Und zwar. Wow. So. Zack. So. Yes, der ist hin. Haha. Den hat er richtig gelegt. So, das Panzerviech. Sturmgewehrmunition. Was haben wir denn hier noch liegen? Können wir irgendwas mitnehmen vielleicht noch? Ich habe gerade zu wenig Splittergranaten. Da könnte ich eigentlich mehr gebrauchen. Aber gut. Not my problem. So, wir müssen da runter. Kein Ding. Oh Gott. So. Halt, kann ich vielleicht erstmal mit der hier arbeiten? Ah, der hat uns... Moment, hier könnte ich eine Annäherungs-SUV brauchen. Ah, ich kann nur eine herstellen. Verdammt. Die schmeiße ich mal dahin. So, der ist getötet da oben. Da kann ich auch was sprengen. Moment, wenn der da vorbeikommt. Nicht an der Stelle was sprengen. Wo ist eigentlich der andere, der da oben rumsteht? Oh Mensch, ich glaube, der ist ein ziemlich geschützter Schütze, oder? Den kann ich nicht einfach mit dem Kopfschuss killen. Das wird nicht funktionieren. Der ist gepanzert. Hm. So. What's happening? Wow! Jetzt, nein, jetzt bin ich... Ach. Ich bin doch ein Idiot. Ich bin doch der größte Idiot, den es gibt. Ich dachte, ich kann die Annäherungs-SUV wieder aufheben. Ah, das hat nicht so funktioniert. Wie gewünscht. Eieiei. Ach, das war klar, dass wir jetzt down gehen. Ach ja, das war klar. Ach, kann man die Annäherungs-SUV nicht wieder aufheben? Das ist ja scheiße. Am besten also selbst eine legen und die man selbst sprengt. Ja, die sind auch sehr gut. Praktisch gut.
So, ich nehme mal hier das da. Zack. Eliminated. USV. Okay, von hier aus kann ich den nicht gescheit schmeißen. Von hier aus vielleicht. Auch nicht. So, schmeiß ich die mal. Und wenn der vorbeikommt, dann gibt's mal Haue. Kommt der da jetzt, oder? Bam! Da hat er aber Schiss gehabt. Zack, schmeißen wir mal dahinter noch eine. Oh ja, die liegt gut. Die liegt gut. Theoretisch müsste der da volle Glotte reinrennen. Wenn er wieder zurückläuft. Komm schon. Ja, lauf zurück. Lauf dahin, da ist die Bombe. Da ist die Bombe. Mein Guter, da ist sie. Jetzt kommt er da. Boah. Voll eliminiert. Yes. Die schwere Sau hätten wir eliminiert. Ist da aber noch so einer, oder? Was rennt hier für einer rum? Ich glaube, der rennt da oben rum, oder? Da ist zum Beispiel einer. Der Karton ist ja jetzt runtergefallen. Da unten sind auch noch welche. So. Deckung. Wow. Ist direkt hier. So. Nachladen. Wenn du sagst, hier in Deckung. He ain't shit but a motherfucking bomb. Komm raus. Statt Scheiße zu labern. Ich kann gerade hier so ein UFO. So. Sehr schön, das gab jetzt ordentlich Pfeffer. Zack. Wow! Nein, mich hat's auch gelegt, aber nicht ganz. Nicht ganz. So. Eieiei. So. Boah. Zack. Bitteschön. Brauchst nicht rumschreien. Das war nur zu deinem Besten. So. Kommen Sie aus dem Gebiet, mache ich doch liebend gern. Was haben die hier eigentlich für eine Knarre? Waffe freigeschaltet. ACAR. Oh, nicht schlecht. So, Scharfschützenmäßiges.
Okay, und hier sind garantiert noch mehr Feinde. Ich schalte erstmal auf die Schallgedämpfte natürlich hier. So, Kopfschuss. Wo ist der andere? Der ist da hinten. Wir müssen da nach unten. Ah, da gehe ich hier oben rüber. Gehe ich einfach hier oben rum. Und dann können wir ja noch den erledigen. Oh, hier steht auch ein SVD. Waffe freigeschaltet. Ach, das ist auch wieder so ein Scharfschützending. Moment, da können wir das Scharfschützending mal nehmen. Und damit mal arbeiten. Zack. Sehr geil. Cool. Alles klar. Dann wären die soweit erledigt. Halt, hier war doch was. Ach, klettern bloß. Ich dachte schon. Kommen wir jetzt nicht irgendwie dahinter? Oder nur von da aus? Weil ich glaube, da hinten lagen chemische Komponenten und so weiter und so fort. Und bevor ich mir solche Dinger kaufe, da tue ich die doch lieber aufsammeln. Kostenlos. Kostenfrei. Hier zum Beispiel elektronische Teile. Und was haben wir hier hinten? Hier hinten liegt doch auch Zeug. Annäherungs-SUV. Die liegen gleich fertig da. Müssen bloß aufgesammelt werden. Hier kann was gesprengt werden. Hier ist nicht viel zum Aufsammeln vorhanden. Aber gut. Zumindest hätten wir es uns mal angesehen. Ich gehe mal hier rauf. Lass mich mit dem Kran. Achso, der fährt bloß rüber. Dann springe ich mal ab von der Fahrt hier. So, das ist ausgewählt. Alles klar. Tür auf. Wow. Habe ich hier noch was? Who's fucking around? Wow. Jawohl, der steht denn genau vor mir, kann mich abballern. Und ich stehe genau vor ihm und mache Headshots und es macht ihm halt gar nichts aus. Das ist ja affig schon wieder. Ach, naja. So ist das Leben. Was willst du machen? Jetzt habe ich nicht mal mehr so ein Ding. Naja. Gut. Rüste ich mal die mit aus. Die Annäherungs-Suff sozusagen. Zack. Ausgeschaltet. Eieiei. So. So, die gehen jetzt alle dahin. Okay. Gehen die jetzt alle hin? Entkommen sie aus dem Gebiet ganz einfach? Ich warte jetzt noch, bis der letzte reingegangen ist. Und dann kann ich mir jetzt das Motorrad schnappen. Und die Mücke machen. So, nix hier weg von hier.